Und Dad, können wir mit du weißt schon wem rausgehen und ihm du weißt schon was zeigen? Was? 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 Ich habe eigentlich vorgehabt, ihn persönlich zu überraschen. Wen? Wen? Den kleinen Quengler. Sie meint dich, Jake. Komm mit, ich will dir was zeigen. Cool! Ist die Seifenkiste nicht wunderschön? Ein bisschen schmutzig. Sie stand ein paar Jahre auf dem Speicher. Ich schätze, da wird nie Staub gewischt. Hast du die gebaut? Nein, dein Opa Sadie und sein Vater. Seitdem ist die Seifenkiste immer als erste über die Ziellinie gegangen. Komm, ich zeig's dir. Siehst du? Hier ehren wir den Sportsgeist unserer Familie. Wow! Sogar Daniel und Martha sind gefahren. Und haben gewonnen. Das ist eine Familientradition. Das da bin ich. Cool. Ja, der Sieg im Mont Royal Seifenkistenrennen war ein fantastisches Erlebnis. Weißt du, du könntest dieses Jahr mitfahren. Aber wahrscheinlich interessiert dich das nicht. Doch, natürlich, natürlich. Na gut, dann machen wir sie sauber und starten eine Testfahrt. Ich hole Eimer und Schwamm. Das Rennen nicht verlieren, Zwerg. Die ganze Familie zählt auf dich. Ja, aber nur keine Panik. Die ganze Familie? Dann muss ich gewinnen. Ich muss. Seifenkistenrennen. Hey, Dad? Ja, wenn dieser Berg nur nicht jedes Jahr steiler würde. Puh. Hey, guck mal, Leute. Jacob Doofdorf und sein Dad. Sucht ihr nach der Müllhalde? Da geht's lang. Die Seifenkiste hat mein Opa gebaut. Ja, sieht auch schon ziemlich vergammelt aus. Hey, wie wär's mit einem Trainingsrennen, Jungs? Ein Rennen? Okay. Wer von uns als Zweiter bei den Strohballen ist, ist der große Verlierer. Glaubst du wirklich, dass wir gegen den gewinnen können? Keine Sorge. Denk an den Sportsgeist unserer Familie. Und trag immer einen Helm, damit deine Birne nichts abkriegt. Dein Rennauto ist bereit. Auf die Plätze. Los! Hey! Hä? Was ist? Hey! Ja! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Hey, gut gemacht! Wir tragen dich am besten gleich für das Rennen ein. Wie im Leben? Wart's nur ab, Henner! Wir sehen uns an der Ziellinie, Jungs. Nochmal darf uns dieser Zwerg Tutu nicht schlagen. Mach dir keine Sorgen. Doofdoof wird eingehen. Ha! Die Spurweite der Hinterachse ist eindeutig 1 Millimeter zu breit. Ich kann diese Seifenkiste nicht genehmigen, solange sie nicht den Vorschriften entspricht. Wegen 1 Millimeters? Bei allem Respekt scheint mir das ein wenig streng, Mr. Streng. Mein Name ist Streng. Und ich gehe streng nach den Vorschriften. Kein Problem, Mr. Streng. Ich bringe das sofort in Ordnung. Wir wollen doch keine Vorschriften verletzen, oder? Nein. Shh.
schicke Räder, René. Danke sehr. Ich denke, ich habe eine gute Chance zu gewinnen, oder? Ja, den zweiten Platz kannst du gewinnen für die kümmerlichste Seifenkiste. Und Jacob Doofdoof wird dabei Erster. Kümmerlich? Ich wette, meine Kiste ist schneller als deine Kiste. Okay, René. Die Wette gilt. Ich habe Wilson schon mal besiegt. Das war nicht besonders schwer. Aber achte auf seinen schnellen Start. Auf die Plätze. Los! Ja! Ja, René! Cool! Was habe ich gesagt? Oh ja, habe ich erwähnt, dass der Verlierer meine Kiste wieder raufschieben muss? Er ist abgegangen wie eine Rakete! Da stimmt irgendwas nicht, René. Hey, warum hat er ein Loch im Boden? Er steckt seine Füße durch und kann während der Fahrt mitlaufen. So schnell kann Wilson nicht laufen. Mal sehen, was haben wir denn hier? Aha! Ich wusste es! Also hat er mich betrogen! Ja, er hat einfach auf den Knopf gedrückt, die Maschine durch das Loch gesteckt und... Hey, braucht ihr den ganzen Tag, um meine Kiste darauf zu schieben? Ha! Ich werde die Kiste nirgendwo hinschieben für ein... Ja, sie ist in einer Minute bei euch! Jake! Wieso sagen wir ihm nicht, dass wir wissen, dass er betrügt? Wenn er weiß, dass wir es wissen, versteckt er den Beweis. Nicht zu fassen. Die Maschine ist verschwunden. Wo kann sie denn nur sein? Suchst du vielleicht? D? Sie haben sie gefunden. Vielen Dank. Besitzt eine Seifenkiste eine Antriebseinheit, wird das Fahrzeug disqualifiziert. Hä? Antriebseinheit? Das ist eine Poliermaschine. Selbst gebastelt. Tolles Teil, hä? In den Vorschriften für Seifenkisten steht nichts über Klatsch und Tratsch. Aber noch einmal und du wirst disqualifiziert. Na warte, Doofdoof. Ich wollte eigentlich nur ein faires Rennen. Ein faires Rennen. Mach dir nicht in die Hose, Pipi. Ich wollte nur Danke sagen. Danke? Danke? Ja, jetzt kann ich sie verwenden, ohne dass mich dieser Herr Sauertopf noch weiter verdächtigt. Denk mal drüber nach, wenn ich dich abhänge. Na toll, jetzt kann Wilson uns betrügen, wie er will. Und was kann ich dagegen machen? Gar nichts. Schade, dass du nicht auch betrügen kannst. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ist es okay zu betrügen, wenn du einen Betrüger besiegen willst? Das steht nicht in den Vorschriften. Vielleicht sollten wir Mr. Streng fragen. Na klar, da wird er sich freuen. Kopf hoch, Jacob. Ist doch kein Beinbruch, wenn du nicht gewinnst. Beinbruch? Beinbruch? Ich wäre der erste Verlierer in der Geschichte meiner Familie. Wahrscheinlich würden sie mich enterben. Keine Sorge. Wenn alle Stricke reißen, kannst du immer noch bei mir wohnen. Warte, bis du Mams Kohl-Sardinen-Auflauf probiert hast. Ja. Hey, Zwerg. Ich habe gehört, du gewinnst das große Rennen. Aber wenn ich nicht gewinne? Dann gewinnt jemand anders? Danke für deinen hilfreichen Rat. Wow, bleib locker. Hat dir Dad nichts vom Sportsgeist der Familie erzählt? Ja, aber... Was für ein Spaß das macht und wie toll sich die alte Seifenkiste fahren lässt und dass niemals einer von uns damit ein Rennen verloren hat? Niemals, niemals. Hattest du jemals Angst zu verlieren? Ja, einmal. Ein Junge hat versucht, mich von der Straße zu rammen. Das ist Betrug. Hast du ihn dann gleich zurückgerammt? Ach was, ich habe einen kühlen Kopf bewahrt. Aber das Wichtigste ist, den Kopf unten zu lassen. Das verringert den Luftwiderstand. Ha, ich habe ihn rasiert. Du hast recht. Ehrlich wird immer am längsten. Aber trotzdem können Betrüger gewinnen. Gewinnen? Gewinnen? Klar.
Wenn sie wirklich gut betrügen, du brauchst einfach noch ein Ass im Ärmel. So wie ich es hatte. Ein Ass? Ja, du hast recht. Nur ein bisschen betrügen, damit es fair ist. Was redest du für einen Blödsinn? Wer hat denn was von Betrügen gesagt? Na du, du hattest doch ein Ass im Ärmel. Richtig, aber ein Spiegel ist ja nicht verboten. Damit siehst du, als hättest du Augen am Hinterkopf. Und die anderen können dich nicht überholen, wenn sie nicht an dir vorbeikommen. Also, was war das gleich wieder mit dem Betrügen? Nichts, nichts. Ich habe nicht von Betrügen geredet. Ciao. Die waren auch keine Hilfe. Schachmatt! Ich hab gewonnen. Du hast geschummelt. Ja, aber du doch auch. Hey, Pupsnase, willst du spielen? Nicht mit dir. Du bist doch ein alter Betrüger. Was ist denn falsch daran? Genau, das ist wahrscheinlich deine einzige Möglichkeit, das Rennen zu gewinnen. Wer sagt, ich betrüge? Ich hab nie gesagt, ich betrüge. Außerdem, was versteht ihr zwei Großmäuler denn vom Gewinn? Na, wir haben gewonnen. Weil uns Opa Sadie gezeigt hat, wie man Kurven fährt. Besonders die letzte Kurve. Und wie man sich in die erste Kurve richtig reinlegt. Diese blöden Besserwisser wissen auch nicht alles besser. Wenn die glauben, ich kann nur mit Schummeln gewinnen, mach ich's erst recht nicht. Auch wenn ich dann verliere. Ah, da bist du, Jake. Ich muss dir etwas zeigen. Ich habe ja schon mal Platz gemacht für dein Foto und deinen Pokal. Jetzt brauchst du nur noch zu gewinnen. Meine Oma. Sie macht die besten Zwiebelstreuselkekse, die du je gegessen hast. Wuffo! Ich darf Dad nicht enttäuschen. Wenn Wilson betrügt, dann mache ich das auch. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage. Wie können wir meine Seifenkiste aufmotzen? Ich weiß es! Was? Was? Drei Wörter. Die weltweit größte Steinschleuder. Warte, vier Wörter, wenn du das die mitzählst. Hallo, Jungs! Hallo, Mr. Dinglebett. Was ist das denn? Oh, ich bin nur gerade beim Frühjahrsputz, Jacob. Auch wir Meisterspione müssen unseren Beitrag zur Wiederverwertung leisten, wisst ihr? Wow! Ist das alte Spionagezeug? Das meiste. Wow! Ich wette, das hier ist ein gut getarnter, streng geheimer Kommunikationsapparat, hä? Nein, das ist nur eine leere Flasche. Cool! Hey, so einen Ventilator wollte ich schon immer haben. Das ist kein normaler Ventilator. Dieser Turboföhn ist ein kraftvoller Fortbewegungsapparat. Er wurde entwickelt, um Spione wie mich aus gefährlichen Situationen zu holen. Im Bedarfsfall nimmt man einfach den Föhn, richtet den Propeller nach unten. Das ist sehr wichtig. Dann hält man sich fest und drückt den Knopf. Zum Anhalten nochmal auf den Knopf drücken. Dann verwendet man die Standardausrüstung, den Armbanduhrfallschirm. Cool! Warum werfen Sie ihn weg? Zu viele Unfälle, bedauerlicherweise. Sagen wir mal, du bist in Marokko. Dein Zimmer ist heiß wie ein Backofen und die Klimaanlage ist kaputt. Ohne nachzudenken greifst du dir das Ding und... Das war's dann wohl. Also fliegt es raus. Und ich gehe rein. Ich muss dringend noch in meinem Arbeitszimmer Staub wischen. Wiedersehen! Hey, vielleicht kann uns Mr. Dinglebett helfen, deine Seifenkiste aufzumotzen. Gute Idee, Buffo. Aber ich denke, er hat uns schon geholfen. Vielleicht solltest du dir Mr. Dinglebetts Armbanduhrfallschirm ausleihen, bevor du das testest, Jacob. Ich flieg ja nicht nach oben. Ich will nach vorne fliegen. Hey, da ist ja Jacob Doofdoof. Seht euch den mickrigen Ventilator an. Was ist denn los mit dir? Ist dir heiß? Nein, ich fühle mich bestens. Das könnt ihr mir glauben. Okay, Buffo. Jacob. Das glaub ich ja nicht.
Er will betrügen. Wenn Doof-Doof betrügt, dann zeige ich ihm, wie es geht. Hallo, Jake. Buffo? Hi. Hi. Es ist wirklich jammerschade, dass das Rennen nicht fair sein kann, oder? Ja. Naja, wir müssen eben einfach unser Bestes versuchen. Ach ja, was bleibt uns übrig? Viel Glück, Jake. Aber nicht zu viel Glück. Ja, okay. Danke, René. Dir auch. Was hast du hinter deinem Rücken? Nichts. Hey, da ist ja unser Champion. Wir sehen uns nach dem Rennen, René. Ja, bis dann, Jake. Ich wollte dir noch viel Glück wünschen. Bereit für das Rennen? Ich denke schon. Ich hoffe, dass ich die Familie nicht enttäusche. Besonders dich nicht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wirklich nicht? Natürlich. Es spielt keine Rolle, ob du gewinnst oder verlierst, solange du dich an die Regeln hältst und dein Bestes gibst. Wir sehen uns im Ziel, Sportsmann. Okay. Danke. Und? Verwendest du jetzt den Turboventilator, Jacob? Nein, ich werde ihn nicht einsetzen. Wenn ich dann verliere, verliere ich fair und ehrlich. Oh. Buffo, hast du vielleicht... Hey, Doof-Doof. Was machst du eigentlich ohne das hier? Wie gemein kann man denn sein? Oh Mann, jetzt hat er gleich zwei Geräte zum Schummeln. Achtung! Alle mal herhören! Leider können wegen kurzfristiger Ausfälle nur noch... Kiste 22 und 46 am Seifenkästen rennen. Teilnehmen! Watson! Was? Die verbliebenen Kisten fahren jetzt bitte zur Startaufstellung. Okay, Buffo. Jetzt wird verloren. Unfair und ehrlich. Keine Sorge. Denk an den Sportsgeist unserer Familie. Richtig. Ich sollte noch nicht aufgeben. Oh, bleib locker. Hat dir Dad nicht vom Sportsgeist der Familie erzählt? Genau. Und wie toll sich die alte Seifenkiste fahren lässt? Sie fährt sich wirklich gut. Wach auf, Schnarchnase. Es wird Zeit zu verlieren. Hä? Die hier kennst du doch. Ich pfeif los und du guckst in die Röhre. Sei dir mal nicht so sicher, Wilson. Achtung, auf die Plätze. Fertig. Los! Und wie man sich in die erste Kurve richtig reinlegt. Aber ein Spiegel ist ja nicht verboten. Damit siehst du, als hättest du Augen am Hinterkopf. Und die anderen können dich nicht überholen, wenn sie an dir nicht vorbeikommen. Guter Tipp, Martha. Hä? Will er jetzt etwa einen auf Verkehrsraudi machen? Oh nein, damit werde ich es nicht schaffen. Denk an den Sportsgeist unserer Familie. Okay. Die Batterien sind leer. Ach, so ein Mist. Ach, daneben. Hey, aber jetzt. Und jetzt? Bye, Doof-Doof. Ach so? Ehrlich, wer ist immer am längsten, Wilson? Ach ja? Dann pass mal auf. Hm? Was ist? Du hast gewonnen. Weiter so, Zwerg. Ja, wir sind stolz auf dich, Jake. Danke, Dad. Der Sportsgeist unserer Familie hat mir geholfen. Was ist eigentlich mit Wilson passiert? Da, er kommt. Er kämpft um den zweiten Platz. Ah! Oh nein! Ah! 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 Hä?
ja ein Betrüger sein. Aber er weiß wenigstens, wie man die Leute unterhält. Der diesjährige Gewinner des Mont Royal Seifenkistenrennens ist Jacob Tutu. Danke, danke. Siehst du, Zwerg, ich hab doch gesagt, du gewinnst. Und du bist jung genug, um noch ein paar Rennen zu fahren. Nur wenn du willst, natürlich. Ich will! Ich will! Und dann müssen wir die alte Lady wohl in Rente schicken. Ach. Wenigstens bis die Enkelkinder Rennen fahren können. Enkelkinder? Was ist denn los? Was habt ihr denn?